So, dann weiter bei unserem New Game. Kein Plus, kein Plus Plus. Einfach grinden. Und wir haben einen Paladin. Der pupst. Ein Shinobi. Und noch ein Shinobi. Alles, was nah dran ist, ist unscharf. Und man schubst Gegner weiter weg. Ah. Und alles wird ein One-Hit sein. Ja, doch, den nehme ich mal. So, 1690. Erstmal gucken, ob ich in der letzten Folge irgendwas Neues freigeschalten habe. Und dem ist wirklich so. Blutschwert. Macht sogar mehr Schaden. Aber er würde uns mal eben 33% unserer Lebenspunkte abziehen. Und als Shinobi haben wir schon nicht besonders viele. Ja, und die Rüstung ist echt schlechter als die andere. Nee, nee, nee. Hier was Neues? Nö. Okay. Also, Dash, Dash, Dash. Wir hätten gerne... Hegel, nein. Crit-Chance. Magischer Schaden, Magierstufen, nö. Ich pumpe mal alles in Lebenspunkte, damit unser Shinobi hier ein bisschen mehr aushält. Und auch allgemein unser Helden. Und den kriegt er jetzt 30 Gold. So. Und den gucken wir mal. Letztes Mal, wenn ich mich recht entsinne, in einem der letzten Leben jedenfalls, haben wir es geschafft, das erste Gebiet fast komplett zu clearen. Oh. Und wir haben leider immer noch keine Blutrune. Das heißt, die ganzen Gegner umzubringen macht nicht so viel Sinn. Oh, du bleibst erstmal da liegen. Ich habe den Verdacht, dass das drüben, genau, nämlich ein Doom was ist. Ah, komm her. Wow. So. Wo bist du? Da bist du. Wow. Es ist nicht so schön hier gerade. Ja, ich hätte doch den Paladin nehmen sollen, der pust. So, jetzt Hühnchen. Wow, oh, oh. Okay. Und einen anderen Weg gehen. Schneller einen anderen Weg gehen, bevor wir alle wieder schießen. Oh, und einen Tagebucheintrag, den wir zwar schon kennen, aber trotzdem einmal durchklicken müssen, damit wir neue bekommen. Auch wenn das uns absolut nichts bringt. Das wird ja nicht irgendwie was dadurch freigeschaltet oder so. Dass es einen Bonus gibt, wenn man alle hat. Was aber auch ein ganz nettes Feature wäre. Allgemein noch ein paar mehr von den Einträgen. Wow. Und einmal zurück. So, 170 Gold. Nee. Wir hatten uns ein Ziel gesteckt mit 1000 Gold pro Charakter, ne? Da war was. Oh. Ach, ist das schön, selbst Ritter one-hitten zu können. Also ja, definitiv eine coole Klasse. Aber die 114 Lebenspunkte sind halt nicht so der Bringer. Oh ja, Tag nicht vor den Abend loben. Ich habe schon oft genug den Shinobi bemeckert. Und er hat sich immer wieder bewiesen. Jedenfalls, wenn es gerade seine Zeit war. Es kommt halt immer darauf an, was man gerade spielt. Also New Game, New Game Plus, New Game Plus Plus. Und wenn eins von denen, dann welche Phase und überhaupt. Man muss halt immer richtig wählen, wann seine Zeit gekommen ist. Oh, ein ganzer Sack voll Gold. Sehr schön. Haben wir ja schon fast Halbzeit, was Gold angeht. Zing, zing, zing. Oh. Und hier geht's gar nicht weiter. Sehr schön. Wusch, 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 wusch. Da oben kommen wir nicht ran. Den einen Tisch könnten wir noch zerkloppen, aber das spare ich mir mal. Wusch. Oh, stimmt. Mana-Tränke sollten wir mitnehmen. Weil die Fähigkeit, die der Shinobi hier hat, also nicht seine Klassenfähigkeit, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet, sondern seinen Zauberspruch, der ist doch recht mächtig, vor allem in engeren Räumen, mit vielen Gegnern. Ja, oh, Hölle. Ja klar, warum nicht? Gehen wir in die Hölle. Ist eigentlich genau das Richtige für den Shinobi, ne? Quietsch, quietsch.
So, komm hoch, du doofes Ding. Du bist hier irgendwo. Ich habe das Gefühl, dass da unten Stacheln sind. Ja, okay, sind es auch, aber es sind die falschen Stacheln, die meinte ich gar nicht. Oh. Wo ist der doofe Schädel hin? Und für eine Münze springe ich da jetzt nicht runter. So, dekadent sind wir schon geworden. Und da ist der Schädel. So, komm hoch. Kaputt. Oh. Genau, schieß. Kaputt, kaputt. Wow. So, nächster Schlag müsste dich killen. Sehr gut. Oh, gibt's hier schön viel Gold. Also ja, gerade für solche Sachen ist der Shinobi echt ideal. In Gebiete rein, wo wir eigentlich noch gar nicht rein dürften. Weil er halt wesentlich, wow, mehr aushält und gleich sind wir tot. Und das ist halt nicht übertreiben, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Lady Ashlyn ist tot, gestorben in der Hölle. Aber mehr als eine Reihe voll bekommen und ein bisschen was an Gold. Gucken wir gleich mal, wie viel genau. Wir haben eine Barbarin ohne periphere Sicht. Ein Paladin mit gar nichts. Und einen Knappen, der riesengroßes und Gegner wegschubst. Ich nehme den Paladin, der gar nichts kann. Gar nichts hat. 860. Das waren nicht die besprochenen 1000. Dann nehmen wir doch mal Attack ab, damit Charon möglichst wenig bekommt. Au. Bewegte der Baum sich hier schon immer? Ja, sinnlose Details, die nicht wirklich sinnlos sind, aber mir jetzt gerade erst aufgefallen sind. Und eigentlich mag ich die ja auch. Aber was ich sagen wollte, ich hätte das Gold lieber aufbewahren sollen und stattdessen für das Blutschwert benutzen. Weil bei dem Paladin jetzt zum Beispiel würde es ja sogar Sinn machen, das zu benutzen. Ach du gute Güte. Weil 30 Lebenspunkte für den Paladin jetzt nicht so die Welt sind. Natürlich wäre es trotzdem schmerzhaft. Aber ich denke, wir werden 30 Gegner umbringen. Den Paladin. Oh, so nicht. Dich da oben ziehen. Ich glaube, ich gucke erstmal nach oben. Über die Stacheln da will ich nicht. Ah, ja. Alle Gegner besiegen. Oh. Hinterhältige Doom-Wassersse. Die wir als Paladin One-Hit können. Sehr schön. Kaputt, 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 kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Kaputt. Irgendwo lauert noch einer. Stimmt. Der da. Und fertig. Sehr schön. Gib mir eine schöne Rune. Vampirrune Helm. Nein! Das ist die Vampirrune, die wir über Stunden versucht haben zu bekommen. Wow. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Die wir über Stunden versucht haben zu bekommen. Das war die letzte Vampirrune, die uns noch fehlte im Set. Auch wenn wir sie gar nicht wirklich benutzen sollten. Und die Stacheln habe ich ganz vergessen. So, gib mir Hühnchen. Also manchmal ist das Spiel richtig nett zu mir. Die zwei Münzen lasse ich einfach. Richtig, richtig nett zu mir. Noch mehr Hühnchen? Oh, und kein Springen. Also ganz links, ganz rechts oder hier? Ich nehme mal hier. Links oder rechts? Ich nehme rechts. Boah, ja komm, wie viele Abzweigungen sind denn das hier? Ich nehme den direkten Weg und der war falsch. Ist hier unterwegs noch irgendwas, was man kaputt hauen kann? Oh, es gibt zwei Wege. Na okay, das ist ja schon fast eine Entschädigung dafür, dass man so viel Entscheidung treffen muss. Hops, hops, weg hier. Oh, oh. So, denk an die Stacheln. Alle hopp und dash. Du was? Nö. Zing, zing. Nö, erstmal einen anderen Raum. Ah, genau. Ein Tagebucheintrag. Klick, 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 klick. Nummer 5 schon.
obwohl wir jetzt ja nicht mehr wirklich darauf achten. Vorher habe ich das ja auch ganz gerne benutzt als quasi so Stütze, wann ich denn mal welchen Boss angehen sollte. Und das ging eigentlich ziemlich gut auf. Kaputt, kaputt, kaputt. Ja, schön. Du was? Nein. Oh. Was haben wir hier? Oh, den ersten Boss. Wir haben jetzt Doppelsprung. Wir haben Dash. Und eventuell haben wir jetzt auch genug Lebenspunkte. Wir haben definitiv genug Lebenspunkte. Ja komm, das ist ein Zeichen. Wenn direkt da neben dem Raum mit dem Boss und den Statuen, der andere Raum ist mit ebenfalls Statuen, um sich richtig schön hochzupushen, was Lebenspunkte angeht, müssen wir es probieren. Hallo, du. Ja, du. Oh. Er springt so hoch. Oh, runter, runter. Oh. Ah, okay, wenn man unten steht, kann man viel besser ausweichen, weil man nicht springen muss, einfach nur links und rechts geht. Au. Oh. Gleich sind wir tot. Jetzt sind wir tot. Ja, nicht so schön. Aber ich habe wieder was dazu gelernt, was das Ausweichen angeht. Das passt schon. Wir sind nicht auf die 600, auf die 1000 gekommen, sondern nur bei 660. Aber gut. Nicht der Vergangenheit hinterher jammern. Alles, was weit weg ist, ist blurry. Nein. Du, Angst vor Hühnchen. Das ist okay. 660. Blut. Wir haben eben keine 30 umgebracht. Ich glaube, wir werden jetzt auch keine 30 umbringen. Also nehmen wir doch mal einfach nur Lebenspunkte. So, jetzt komm schon. Wir versuchen keine doofen Bosse. Wir machen keine Spielereien. Wir versuchen einfach 1000 Gold zu machen. Vielleicht ein bisschen mehr und dann ist gut. Zing, zing, zing. Da, und 20 ist der Anfang. Ja, yeah. Du bist so ein ganz fieses Auge. Das sind die, die eigentlich erst in der Hölle kommen. Wenn überhaupt. Oh, Tagebucheintrag 6. Es ging um die Dunkelheit, die ich nicht mag. Mhm. Ich bin der größte Schwertkämpfer überhaupt. Wir haben dich jetzt schon zweimal besiegt. So großartig kannst du gar nicht gewesen sein. Oh, 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 oh. Okay. Das war ein, zweimal ganz schön knapp. Oh. Na komm, hier. Hin, dass ich euch treffen kann. Zing. Oh, okay. Da unten sind bestimmt noch mehr Stacheln. Da will ich nicht... Wir laufen einfach ganz normal hin, ohne zu springen. Öffnen die Truhe, springen nach links. Und laufen das Ganze dann nochmal. Boah, das klappt. Klappt sogar ziemlich gut. Und das war schon wieder ein neuer Raum. Das finde ich schön. Also wir spielen sie ja doch schon eine ganze Weile. New Game durch, New Game Plus durch, New Game Plus Plus versagt, New Game angefangen. Und den Raum habe ich vorher noch nie gesehen. Zing. Oh. Geht's da weiter? Ja, geht es. Also einfach nur den Flammen hinterher schleichen. Oh, Hühnchen. Aber wir haben eh volle Lebenspunkte, also egal. Kaputt, 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 kaputt. So. Das hätten wir uns sparen können, gerade mit der Flasche. Und die Statue lassen wir auch da. Und die Truhe da links ist keine Truhe. Komm hoch. Oh, 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 oh. So, schon brauchen wir das Hühnchen. Oh, die ist auch nicht echt und da ist ein doofer Hund. Au. Au, 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 au.
Nightscape, ja, sehr schön. Ich hasse die Hunde. So, Hühnchen. Sehr schön. Da oben spielen wir nicht mehr rum. Da spielen wir nicht mehr rum. Oh, wir müssen ganz schön weit zurück. Teleportiere ich mich doch lieber.